Hallo und herzlich willkommen hier zurück beim Microsoft TV zu einer weiteren Folge vom Brand Simulator zusammen mit dem Miguel. Hallihallo. So, ja, wir sind immer noch am Fleisch machen, beziehungsweise müssen jetzt eigentlich die ganzen Kräfte hier aufhängen, aber die Ich mache jetzt mit dem Komposter und komme wahrscheinlich nicht mehr zum Bauen, weil ich danach schon wieder melken kann. Hast du gerade bei eine Kanne voll Milch über? Gar nichts. Milch ist komplett verbraucht. Ich kann dir gleich eine volle Kanne fertig machen. Dann bringe ich sie dir rüber. Nein. Oh, ich komm. Heiko, ich komme gerade nicht aus dem Ziegenstall raus, weil die sich alle vor die Tür gestellt. Jetzt bin ich draußen. Endlich. Ja, die stellen sich alle hier vorne vor das Tor, ne? Ja, so, ich muss auch noch ein paar Eier einsammeln. Mach das. Bin gerade mit dem Komposter bewusst unterwegs. Jo. Kuhmilch brauchst du, ne? Ja. Genau. Gut. Brauche 48 Liter. Mache ich dir sofort fertig. Sobald das nächste Melken losgeht, dann packe ich die Milch jetzt erstmal alles in eine Kanne. Dann haben wir spätestens nachher und morgen früh hast du dann spätestens die Kanne. Stelle sind wieder sauber, wenn ich jetzt richtig gesehen habe. Hier noch Komposter. Kompostzeug. Du kannst noch den Hühnerstall machen. Auch mit dem Komposter oder was? Ja, okay. Hier aus dann auch machen. Wir hängen mal euch schon erste Rindfleischrind schlachten. Holen. Fleisch holen. Mach ich. Muss erstmal in den Hühnerstall reinlaufen. Aber ja, obwohl ich hol mir jetzt mal einen Bullen raus gerade. Ja, Rindfleisch wieder. Aber du bist Bulle. Bei dem großer Bulle. Muss ich echt. Du bist der jüngste Bulle, du bist wahrscheinlich der älteste Bulle. Einer von euch beiden. Du bist unser einziger. Es kommt. So, der Komposter ist fertig. Gut. Jetzt geht's aber für mich erstmal ab ans Sägen wieder. Hey, Julien. Guck mal, wie viel Fleisch bei dir jetzt rumkommt. Erste Fleischbulle, den wir schlachten. Okay. Hier. Heute. Er liegt. Hier offen und offen. Okay, dann folge ich mal. Alter. Halleluja. Ah ne, warte mal, das ist jetzt auch so ein Konzept, wie ich das haben will. Wie viel bei euch jetzt rum, wenn ihr Rindfleisch liegt? Oh. Also, ne, kurz zum Verständnis, ne, ausgewachsenes Schwein bringt 26 Fleisch, ne?
Ja. Ein Rind, ausgewachsenes Rind. Rind, wenn ich mal gucken, habe ich alle erwischt? Oh, alle erwischt habe. Also ein ausgewachsenes Rind bringt 36. Obwohl, nee, hier ist das nicht mehr nach meinen Ja. Vorstellungen. Also, die bringen einfach mal 10 mehr als die Schweine. 10 Fleisch mehr. Okay. Anderthalb Truhen bringen die quasi. Da kommen wir fertig hier. Nein. Okay, hier mit dem Doppelfenster sieht scheiße aus. Dann mache ich hier lieber. Ich würde eigentlich gerne mal in meine Hütte. Ich bin auch noch am Machen und am Tun. Digga. Bin hier. Ah, ich weiß, wie ich das mache. Weg. Weg. Da. Dann kann ich hier nämlich dich setzen, dich setzen. Bin jetzt gerade nur noch am Plan, ich merke das schon. Dass ich das hier dann tatsächlich auch so ändere. Wie du siehst, bin ich gerade alles Mögliche am machen, so nebenbei. Ich kann gleich schon wieder melken, bevor ich hier weitergemacht habe, ne? Ja. Ich setze mir jetzt erstmal ein paar Bäume hin. Wenn ich ein paar Bäume habe. Ich habe das Gefühl, dass das Bäume nachwachsen schon drin ist, ne? Weil manche Bäume dann doch relativ klein sind. Obwohl, ein bisschen sägen kann ich schon. Der komplette Zwischenboden ist jetzt fertig. Der Boden ist fertig und die Wand der ersten, also die Wand in der zweiten Reihe, Also das Etage. Fundament auf dem Boden ist bei mir fertig. Ich hab Bello gef. Bello ist tot. Und wieder. Der lach, siehst du mich? Ich hab den schon gehäutet. Aber der hat kein Fleisch fallen lassen. Der lach hier hinten bei mir am Berg. Ich verstehe nicht, warum der schon wieder gestorben ist. Da ist sein Futter leer, kann das sein? Nein. Oben noch mal. Muss schon wieder melken, ne? Ich fange an zu melken. Aber diesmal muss ich auch nicht verarbeiten. Ja, genau, Bis diesmal. auf die Ziege.
Genau, diesmal kannst du dann. Stecke ich jetzt die Kuhmilch erstmal alles in eine Ich Kanne? setze jetzt auch gerade schon mal die ersten Lampen. Ja, ich würde gleich bei mir tatsächlich, wenn ich die Wand fertig habe, die ersten Schränke setzen. Ja, ein bisschen dichten ist. Damit man irgendwann die Durcharbeit machen kann, ne? So, ich habe jetzt eine Kanne mit Warte mal, ja, gut. Eine Kanne mit 35 Litern. Also ich würde jetzt noch bis morgen warten, dann kriegst du eine ganz volle. Das heißt, das Melken geht jetzt aber ziemlich zügig tatsächlich. Kann ich nämlich gleich in Ruhe weitermachen. Weil dann setze ich mir auch komplett die Schränke und alles. Dann sehe ich ja, wie viel ich brauche. So. Okay. Die volle Kiste lege ich dann erstmal neben das Bett. Eine Wandlampe. Och, blöde Ziegen, Alter. Stehen alle vorm Tor. Ah, du hast keine Milch mehr, okay. Einmal ohne Milch. Dann kann ich dich schon melken. Acht Planken, vier Bomben. Die sich vor meine Kanne gestellt. So, 18 Uhr. Jetzt muss ich echt alle erstmal von dem Scheiß Dings weglocken, ne? Ja. Von dem Tor. Okay, ich bin raus. Diesmal waren sie so nett und standen nicht vor dem Tor. Aber wir dürfen morgen definitiv, wenn das so jetzt so weitergeht in dem Tempo, dürfen wir schon wieder. Ich habe jetzt noch 5 volle Blauschimmeltüten und 5 volle Weißschimmeltüten und die gehen gerade so schnell weg. Dann kann ich jetzt gleich endlich mal weiterbauen. Holy shit. Eine Abfall. Der Abfall, ne? Gebäudeflug. Okay.
Wie war es mit den Honigfässern eigentlich? Ich frag nur, ob da volle waren, weil dann. Nee. Ach nee, du hast ja alles verkauft gerade. Mein Fehler, Denkfehler. Komme ich Musst du jetzt überhaupt? aufhängen? Ich sick weiter. Habe ich alles fertig gemacht. Weil jetzt will ich erst die Wände fertig machen. Also bei mir ist der Punkt, ich mache immer erst alles fertig. Bevor ich hier weiter plane. Die alle mich. Also ich sehe im Dunkeln auf jeden Fall ganz gut hier drin. Ich habe bei mir zwar keine Lampen, aber ich kann tatsächlich aktuell auch so arbeiten. So, das Tor wäre fertig. Also das Tor ist definitiv schon fertig. Warte mal, wer rennt? Ich glaube, du hast gleich ohne Ende Fleisch, ne? Wenn ich Schränke, um das Fleisch zu verarbeiten. Ja, bist du noch Schränke am Bauen? Nee, aktuell nicht. Ich bin eher am Verarbeiten gerade. Habe aktuell 4 Schränke. Ne? Ich baue mal ein paar mehr Schränke sonst. Und die 4 Schränke sind halt, die reichen halt genau für eine Uhr. Okay. Ich bin halt fleißig gerade Wände am. Am Setzen. Was heißt am Setzen, am Bauen? Es wird jetzt so rasant schnell gehen, ne? Größte Stück ist ja eh schon fertig jetzt gleich. Weil ich hätte jetzt gesagt, dann bau du jetzt am besten noch ein paar Schränke. Ich bin mal gespannt, was diese drei Kälber jetzt geben. Ob das alles Weibchen sind oder ob das alles Männchen sind. Weil wenn es alle Männchen sind, dann hast du ordentlich zu arbeiten. Stimmt wohl. So, aber erstmal muss das Rinderfleisch, das ich ja jetzt schon habe, ne, die 36 Stück, die aus einem ausgewachsenen rauskommen, erstmal verarbeiten. Nee, ist gut bearbeitet. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Nacht gar nicht so dunkel ist jetzt. Naja, Ja, dann. gut. Gut. Ich glaube, dass es bei mir eher dran liegt, dass dieser Mond voll auf mich drauf knallt gerade und ich noch so viel sehe dadurch. Ja. Also ich kann arbeiten. Wie sieht's bei dir aus? Durch den Ich auch. Vollmond? Ich habe Licht in meiner Hütte mittlerweile. Ja, du hast Glück. Du hast schon Licht in deiner Hütte, ich nicht. Gut, du hast wahrscheinlich auch schon den ersten Zwischenboden fertig, ne?
weiß gar nicht, ob ich überhaupt inzwischen, ob ich jetzt nicht direkt dann das Dach baue. Wohl nee, lieber nicht. Ich baue da noch eine zweite, vielleicht ändere ich auch die Ebenen ein bisschen. Hab die Seitenwand habe ich gleich inklusive Fenster fertig. Okay. Also das Verarbeiten ist halt eine sehr eintönige Arbeit hier, ne? Aber will man machen. Gemacht werden. Klar. Kommt ja nicht von selbst, ne? Genau. Ach, weißt du was? Ich leg die Säge jetzt um. Gut, aber das war's auch schon wieder mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und auch ein Abo da, wenn ihr es nicht getan habt. Und dann sehen wir uns morgen zur nächsten Folge wieder. Und bis dahin sagen wir ciao, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.